Mahlzeit. In diesem Video zeige ich euch heute mal, wie man aus einer ganz normalen Dose eine Reibe machen kann, falls man keine Reibe zu Hause hat oder die ist kaputt oder wie auch immer, will halt jedenfalls eine Reibe eben selber machen. Da braucht ihr eine ganz normale Dose, einen handelsüblichen Schraubendreher und einen Dosenöffner. Was ich jetzt bei dieser Dose schon gemacht habe, ist, ich habe hier schon mal den oberen Rand mit dem Dosenöffner hier so einfach hier so locker entfernt, so einmal so zack, 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 einmal rum und dann den Deckel abgenommen. Das war's dann auch schon. Und anschließend nehmt ihr dann den Schraubendreher und bohrt einfach hier so längs hier runter einfach erstmal so Löcher rein. Ich mache das jetzt einfach mal hier so grob. Also man nimmt einfach hier den Schraubendreher und drückt erstmal hier so ein paar Löcher hinein. So, 1, 2, 3. Und das macht ihr dann hier so bis unten hin. Ich mache das jetzt einfach mal, kann ein bisschen dauern. Und dann, sehen wir uns dann gleich wieder. So, und da sind wir wieder. Ich habe jetzt hier so ein paar Löcher in die Dose gehauen. Ich denke, man sieht das. Ich habe aber festgestellt, wenn man die Dose hier einfach hier so hinlegt und einfach hier so draufhämmert, dann geht das viel schneller. Also ihr wisst, was ich meine. So, jetzt ist unsere Reibe allerdings noch nicht fertig, weil das Ganze ist noch ziemlich glatt, da die meisten Erhebungen, das war scharf, ist jetzt hier so nach innen gegangen sind. Also hier passiert jetzt erstmal gar nichts, wenn man jetzt hier reiben würde. Deswegen nehmen wir dann jetzt nochmal unseren Schraubendreher und gehen dann einfach in die einzelnen Löcher hinein und stoßen praktisch dann hier so das Äußere nach oben. Man geht einfach hier rein und zieht den Schraubendreher einfach wieder nach oben hinweg. Ja, zack, und hier das nächste Loch, hier wieder rein und dann wieder das nächste Loch. Ich mache das jetzt mal hier so den Löchern hier so entlang und dann sehen wir uns dann gleich nochmal wieder. Alles klar. So, den Part, den hätten wir jetzt auch. Ich habe jetzt hier die einzelnen Löcher mit dem Schraubendreher hier so nach oben geprödelt, ja. So, und wenn man jetzt hier so ein bisschen näher rangeht, ja, dann sieht man auch sehr schön, wie jetzt hier diese Erhebungen jetzt hier nach oben gekommen sind. Praktisch so wie eine Reibe halt eben auch. Und wenn man jetzt mit dem Daumen oder mit dem Finger hier so drüber geht, merkt man schon, dass das jetzt etwas scharfkantiger geworden ist. Und im Prinzip ist jetzt eigentlich unsere Reibe schon fertig. Ich habe derweil natürlich hier schon mal ein bisschen Käse lecker gebacken bzw. gekauft. Und das Ganze jetzt mal zu Demonstrationszwecken jetzt auch gerne mal ausprobieren. Ich nehme jetzt einfach die Reibe und nehme jetzt den Käse und reibt das jetzt einfach so, wie es sich einfach so gehört. Einfach hier so über die Dose hier so entlang, wie man das normalerweise auch macht. Ja, und wie man sieht, da die Löcher jetzt ziemlich klein sind, könnt ihr auch einen größeren Schraubendreher nehmen. Dann werden die Löcher größer und das Produkt, was hinterher rauskommt, wird dann auch etwas grobkörniger und das ist jetzt praktisch dann eure Käsereibe und ja, man kann, muss ja alles immer hier essen und probieren, weil sonst glaubt ihr mir das ja nicht. Ja, funktioniert wie gesagt hervorragend und so kann man eine Reibe zu Hause nachbasteln. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne teilen, liken, abonnieren und wir würden ich und mein schizophrener Freund würden uns freuen, wenn wir uns das nächste Mal dann gerne wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, tschüss.